Ja, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Remake. In der letzten Folge haben wir ja hier den Direktor getroffen und ihn gibt es quasi nicht mehr. Sephiroth ist aufgetaucht und dann haben wir gegen irgendein Monster von Shinra gekämpft. Ja, und jetzt sind wir ja auf dem Dach und Hubschrauber kommen, um uns abzuholen. Werden wir zuerst nochmal hier uns kurz hinsetzen. So, geht's uns wieder gut. Oh, hier wäre auch eine Bank gewesen. Ich glaube, hier sollen wir gar nicht hin. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Sehen. Verfolge Sephiroth. Dann war es schon richtig eigentlich. Das ist doch hier irgendwo hoch. Ah, hier gibt es eine Leiter. Alles klar. Und noch mehr Leiter. Sephiroth! Na gut, dann zum Hubschrauber. Alles okay? Und wo ist er? Abgehauen. Das sollten wir wohl besser auch tun. So viel dazu. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ja. Der uns ans Leder will. Rufus Shinra, der Sohn des Direktors. Ja. Nein! Hä? Bist du verrückt? Wir können Shinra den Garaus machen! Bring Aeris nach Hause. Ich halte ihn auf. Dann kämpfe ich aber mit dir. Barrett. Geh schon. Bitte. Also gut. Aber beeil dich, okay? Du bist also ein Soldat. Das macht mich quasi zu deinem Vorgesetzten. Ich war ein Soldat.
Die Zeit ist vorbei. Lasst keinen entkommen. Bleiben wir zwei. Jetzt werd bloß nicht kleinlich. Bringen wir's hin. Darkstar, ein militärischer Kampfhund, der zu Rufus persönlich wach und abgerichtet wurde. Diese besondere Züchtung wurde von der Abteilung für chemische Forschung weiter verstärkt. Sie folgt dem Befehl des Meisters bedingungslos und gilt für ihn tot. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Erst wenn die Verbindung mit Rufus durchtrennt wurde, kann die Schockleiste gefüllt werden. Okay. Ziel wechseln klappt gerade nicht. Lächerlich. Gib lieber auf. Er hat sich geheilt. Ich meine das todernst. Und so soll's auch sein. Nette Showanlage. Freu dich, sie war nur für dich. Jetzt mal. Ja. Darkstar siegt. Endlich ein richtiges Duell. Lass es uns unvergesslich machen. Du machst also endlich ernst? Du kannst dich geehrt fühlen. Irgendwelche letzten Worte? Also, Sohn von Direktor Schinner und derzeitig Vizedirektor. Er trägt zu seinem Schutz den maßgefertigten Schrotflinte und zu seinem treuen Wach- und Darkstar bekleidet, der jetzt nicht mehr ist. Lässt sich nur direkt, nachdem er eine bestimmte Fertigkeit eingesetzt hat, auffüllen. Langsam. Was macht denn das? Langsam.
also. Verdammt! Gehen wir aufs Ganze? Shinra ist womöglich Geschichte. Da irrst du gewaltig. Shinra wird widerstehen. Durch meine Hand. Wie es wohl den anderen geht. Die lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Darum... Oh. Was war das? Oh. Nicht wahr? Cloud! Scheiße! Hey! Wir müssen ihm helfen! Hey! Was denn? Runter! Alles in bester Ordnung. Barret! Was schon wieder? Ihr kriegt mich nicht klein! Ich hoffe, die anderen sind stolz auf mich. Die 53. Etage, ganz früh.
Ich glaube, ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Ja. Etage Atrium. Gib dieses Scheißding niemals auf! Miststück! Das ist für dich! Er greift an! Na, das können wir auch! Blitz. Da fliegen die Augen aus dem Schädel. Flieg! Hopp. Hopp. Vergiss es! Das.
Ich hab dich schon erwartet! Ja gut. Abwehrmodul besiegt. Mal sehen, was er zum Blitzrad sagt. Geht noch verrückt! Ja, jetzt kommt's!
ich hier das an. An Gegenständen. Das hier? Triffst du von dort besser? Auf der Meredith ist verlassen! Nicht so nah! Hier! Na?
Kannst du über der Heck was aus? Gibt's irgendwo Deckung? Hinter dir ist einer. Zeit. Ja, doch zum Rasten haben wir keine Zeit. Hä? Schon Cloud und Tifa vergessen? Natürlich nicht. Dann los. Wir müssen ihren Fluchtweg sichern. Richtig. Beeilung! Und ob die Flucht gelingt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.